Unser Thema sind die Klimakonferenzen, die es über die Jahre gab. Und unsere Leitfrage lautet: Was wurde bisher getan, um den Klimawandel zu verhindern? Die Klimakonferenz 2015 fand in Frankreich, Paris statt. Sie war das 21. Treffen der UN-Klimakonferenzen und gleichzeitig auch das 11. Treffen zum Kyoto-Protokoll. Sie ging vom 30. November bis zum 12. Dezember 2015. Laurent Fabius war der französische Außenminister, der den Vorsitz hatte. Diese Konferenz wurde einer zentralen Bedeutung zugemessen, da eine neue Vereinbarung des internationalen Klimaschutzes in Nachfolge des Kyoto-Protokolls verabschiedet werden sollte. An der Konferenz haben Leute der UNFCCC teilgenommen. UNFCCC ist in Englisch die Abkürzung von United Nations Framework Convention on Climate Change, was auf Deutsch so viel wie Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaveränderung heißt. Die Konferenz in Paris sollte eigentlich nur bis zum 11. Dezember gehen, jedoch aufgrund mehrerer strittiger Punkte wurde sie auf einen Tag verlängert. Das beschloss die Konferenzleitung. Es wurde beschlossen, dass die Erwärmung gestoppt werden soll und unter 2 Grad Celsius, wenn möglich 1,5 Grad Celsius, bleiben soll. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen weltweit die Treibhausgasemissionen zwischen 2045 und 2060 auf Null zurückgefahren werden. Und danach muss ein Teil von dem davor emittierten Kohlenstoffdioxids wieder aus der Erdatmosphäre entfernt werden. Man kann dieses Ziel außerdem nur mit einer sehr konsequenten und sofort begonnenen Klimaschutzpolitik erreichen. Das Zeitfenster, in dem man dieses Ziel erreichen kann, schließt sich im Stand von 2015 sehr schnell. Wenn dieses Ziel komplett ohne die CCS-Technik erreicht werden soll, muss bis 2040 die Verbrennung fossiler Energieträger umgehend komplett gestoppt werden. Fossile Energieträger sind zum Beispiel Erdöl, Erdgas und Steinkohle. Außerdem muss auch die Energieversorgung, wie zum Beispiel Wärme, Strom oder der Verkehr, auf komplett erneuerbare Energien bis zu diesem Zeitraum umgestellt werden. Das Kürzel CCS steht im Englischen übrigens für Carbon Capture and Storage. Gemeint sind damit die Verfahren, bei denen das entstehende CO2 abgeschieden und gelagert wird. Durch diese Technik soll verhindert werden, dass das CO2 in die Atmosphäre gelangt und zum Voranschreiten des Klimawandels beitragen kann. Das Kyoto-Protokoll ist eine Ausarbeitung der UNFCCC, welche 1997 stattfand und 2005 in Kraft getreten ist. In dem Abkommen standen Dinge wie, dass die Bürger in Industrieländern nur zu einem gewissen Anteil Treibhausgasen freigesetzt werden dürfen. Außerdem haben die USA und Kanada nicht teilgenommen. Die erste Klimakonferenz fand in Genf 1979 statt. Sie wurde jedoch nicht sehr ernst genommen. Die Amerikaner wollten gar nicht erst kommen. Trotz diesem Umstand kamen immerhin Wissenschaftler, Politiker und Behördenvertreter aus 53 Nationen. Zu diesem Treffen hatte die Weltmeteorologie-Organisation eingeladen. Die Konferenz lenkte Aufmerksamkeit auf das Thema. Im Rahmen dieses Treffens wurde die Gründung des Weltklimarates, dem IPCC, angestoßen. Außerdem wurde ein Weltklimaprogramm verabschiedet und die Delegierten veröffentlichten Deklaration, in der es hieß, die Nationen der Welt müssen alles dafür tun, einen menschengemachten Wandel des Klimas zu verhindern, der das Wohlbefinden der Menschheit gefährden könnte.